Bei einem tragischen Lastwagenunfall im Süden Mexikos sind mindestens 53 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador hatte der LKW Migranten aus Mittelamerika transportiert. Rettungskräfte vor Ort sprachen von Dutzenden Verletzten. Augenzeugen berichteten, der LKW sei in einer Kurve zu schnell unterwegs gewesen und dann umgekippt.